Ich bin bereit. Ja, und der nächste. Komm, alle Dinge, alle 12. Yes, sauber. Machen wir ein paar abwarten. Ja, erledige halt die paar. Und dein Feuerball. Ja, ist auch egal. Ja. Schön mit der Balliste. Und er darf wieder den Rest erledigen. Ja. Kollegentänzer halt. Balliste. Gewährt man eine Kontrolle über die Balliste, die außerdem einen zusätzlichen Schuss erhält, repariert die Balliste nach dem Kampf, falls sie zerstört wurde. Was ist denn mit diesem Feuerball-Dingens? Also das Feuer. Oder war das irgendein Spezial-Dingens von einem Helden? Spezialfertigkeit. Ich dachte, das würde jetzt bei jeder Fraktion unterschiedlich sein, aber ich krieg doch nur einen zweiten Schuss dazu. Egal, ein zweiter Schuss ist auch sehr cool. Ja, Erzmine erstmal. So. Oh ja, die Viecher machen Fernkampf. Dann rennen wir mal so weit nach vorne, wie es sinnvoll wäre. Und erledigen. Ja, das sind aber ziemlich schwächliche Kreaturen. Ja, guck mal, 18. Ah, okay. Bam. Ja. Ja, die erledigen. Okay. Also vor denen habe ich diesmal wirklich gar nichts zu befürchten. Ja. Kannst auch hier stehen bleiben. Ha. Ein Lebenspunkt erhalt. Ja. So. Was ist denn mit der Explosion? Ich will eine Explosion haben von dem. Von dem Ding. Nicht mal. So, was steht denn? Erste Hilfe, Katapult, Balliste. Ne, das sind die Fertigkeiten, die ihr hier kriegt. Puh. Irgendwie kann ich irgendwie mehr Spezialisierung kriegen? Da ist ein Rufzeichen. Was bedeutet das? Das ist ein Fragezeichen, das ist ein Rufzeichen. Ich weiß es nicht. Ich werde es vielleicht noch irgendwie erfahren. Erzgrube erobert. Das war's für Bewegungspunkt für heute. Ah. Und ich habe direkt nicht auf die Zeit geachtet. Ja. Schön erfolgreich war das. Das heißt, vor einer Minute ungefähr war ein neuer Part. Okay, ich werde jetzt nochmal versuchen, ein bisschen toller es zu machen. Für Hospital beschleunigen hierbei auf den 10% fertig Helden. Also überall beschleunigt das. Ich denke mal, das hole ich mir dann. Hole ich mir das nicht. Stadthalle, erstmal mehr Gold. Mehr Gold ist immer toll. Und nächste Runde. Dabei hat man hier sogar schon ständig so neue Runden und hat eigentlich immer Zeit, auf die Uhr zu gucken, aber ich bin einfach noch nicht daran gewöhnt, das ist das Problem. Aber ich denke mal, da ist das Spiel dann schon auch am ganz gut dafür geeignet, weil man halt so Ruhe hat. So. Und nächste Schlacht. Oh, die Viecher können ziemlich weit laufen. Laufen wir mit ihm mal nur bis hierhin. Ah, die können zaubern. Verdammt. Das habe ich jetzt nicht beachtet. Dadurch verliere ich Quälgeister. Aber die Viecher werden wieder ziemlich schwach sein, nehme ich an. Ja, 7 bis 14. Und 2 Schüsse habe ich ja. Ja, und komm, noch weiter. Oh, einer überlebt. Was für eine Verschwendung. Na, okay, der Held kann das jetzt erledigen. Du darfst auch mal einen töten. Wuhu. Das freut dich doch, Agrael. Es freut dich, himmelguckende Poeten. Was ist das denn hier für ein Gebäude? Feenbäume, so, da kann ich irgendwelchen Feenscheiß anwerben. Ja, warum nicht? Nymphen, Pfe. Ja, irgendwie als Schuss, als Kugelfang. So, da gibt's wieder mehr Erfahrung. Das gibt's doch nicht. Warum habe ich jetzt schon wieder 6 Frames pro Sekunde?
als ich vorhin gestartet habe, habe ich die ganze Zeit rumprobiert. Ich hatte irgendwie das... Ah, da ist endlich eine Stadt. Ich hatte irgendwie extreme Probleme und dann ließ er auf einmal. Ich dachte mir, uhu, dann fange ich jetzt an, Video zu machen. Achso, ich gucke gerade durch das Auge des Magus. Ich dachte schon, was zur Hölle ist das? Ja, was steht denn da für ein Druidenkreis? Hä, ja, das sieht ja mal sehr gering weniger. Aber da würde auf jeden bestimmt eine Zwischensequenz kommen, wenn ich da hinlaufe. Ja, oh man, wie startet? Ja, guck mal, mit dem bisschen, was davor steht. Ach so, die stehen davor und da drin könnten auch noch welche sein. Ja, dann einfach mal nach vorne. Beides Fernkämpfer. Obwohl, nur wenn der Kerl zaubert. Das ist ja kein Fernkämpfer, das ist aber... Der kann zaubern. Zack. Ganz gut gemacht. So, jetzt... 10 Kerle hier, bevor die dran sind. So, jetzt Nymphen gegen Nymphen. Erledigt sie. Ein Frame pro Sekunde, das ist so extrem nervig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das überspielen wir es mit irgendeinem Gelaber. Guckt euch die wunderschönen Bäume an, die wir uns, die jetzt nicht mal im Wind wiegen, weil das ganze Bild stehen bleibt. Ach, ist das toll. Da fällt mir, bei dem Geruch fällt mir echt nichts mehr ein. Drei Nymphen. Oh, da werden 2 Lebenspunkte geheilt. Wuhu, mein erster Hilfezelt bringt es total. Es hat sich gelohnt, dafür 1500 Gold auszugeben. Oder wie teuer das erste Hilfezelt auch immer war. Vielleicht sogar 2000. Oh, da ist wieder ein Baum mit Gesicht. Die Stadt brauchte ich, aber nicht diesen Brief. Zum Ruhme Silanas. Wer schreibt solchen Kitsch? Hirai natürlich. Der Fleck auf meiner Ehre kann nur durch einen rituellen Zweikampf getilgt werden. Ist das alles, woran Sie denken? Ich habe Wichtigeres zu tun, als verdrossene Blumenzüchter zurechtzuweisen. Hirai darf gerne mein Feind werden, wenn er will. Aber er sollte sich besser klar machen, dass jene, welche diese Wahl treffen, selten lange genug leben, um sich noch mehr zu machen. Ja, Blumenzüchter diesmal. Okay, jetzt könnte ich hier irgendein Zeug anwerben. Aber ich werde ja noch eine Elfenkampagne spielen, daher Taverne, Schmiede, Marktplatz, Feenwald. Ich glaube, ich will hierfür jetzt kein Gold ausgeben. Ich würde gerne nur das hier bauen, aber dafür brauche ich Baupunkte. Was ist denn hier das billigste Gebäude? 900, 500, 1000, 500. Baue ich mal einen Marktplatz. Und dann werde ich gleich das hier bauen. Dann kriege ich zumindest ein bisschen Gold aus dieser Stadt. So, und mit ihm. Ich könnte jetzt nach rechts weiterlaufen. Oder nach oben. Ich bin eher geneigt, nach oben zu rennen. Hier gibt's Holz. Krieg ich Holz? Nein, ich krieg kein Holz. Dann will ich das doch machen. Ja, ein paar Skelette stehen da. So, in meiner Hauptstadt, Heimatstadt, was auch immer, kann ich ja auch noch bauen. So, dann will ich zuerst jetzt Chaosportale bauen. Da kann ich dann auch Stadtmauern nachher bauen. Halle der Versuchung. Könntest du Kubi anwerben? Ah ja, da steht es auch in der Mehrzahl zu Kubi. Enter. Grüner Spieler an der Reihe. Dann reihe dich mal ein. Ah, das Ernst hier. Am besten nicht vergessen. Ist da, liegt da oben irgendwas? Da ist doch. Ja, Kristalle liegen da. Uninteressant. Dafür habe ich jetzt keine Lust zurückzulaufen. Ja, lauft halt weg. Ihr jämmerlichen kleinen Kreaturen. So, Sägemühle erobert. Nehmen wir das Holz. Und erledigen dann die Skelette da unten.